willkommen hier auf meinem Kanal. Heute habe ich ein so tolles Video. Vor allen Dingen kann ich es kaum erwarten, die auszupacken. Ich habe von dem lieben Team der My Little Box Company wieder die My Little Box bekommen und habe mich erst gewundert, wie es sein kann, dass ich so ein Oktagon irgendwie da bekommen habe und habe dann vor lauter Freude praktisch ausgepackt. Und auf jeden Fall haben wir ja wieder so ein Thema. Du ahnst es bestimmt schon, diese Box wird anders. Tatsächlich ist diese Box etwas ganz Besonderes. Sie will aus der Reihe tanzen und sich mit dir zusammen den Platz an der Sonne ergattern. Deshalb haben wir zusammen mit dem französischen Luxuslabel uns völlig neu von die Box, die du da in den Händen hältst, will mit dir zusammen um die Häuser ziehen und dir dabei nicht von der Seite weichen. Oh mein Gott. Kenai, nein, runter. Meine Katze ist gerade auf der Klinge. Und auf jeden Fall hat mich diese Box erreicht und ich fand diese Box schon mega schön, dass ich die definitiv behalten möchte für Geschenke, für kommende Geburtstage, weil ich mache mal diese Dinger weg, weil mir wird nichts verschwendet. Und auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Ich habe die noch nie gehört. Die My Little Box kommt nicht in einer Box, sondern in einer derart süßen Tasche. Leute, ich bin geschockt. Das ist so ein Selbst, das fühlt sich total geil an. Das fühlt sich so richtig aus Rattern irgendwie an. Ich bin ein absoluter Taschenjunkie, Leute. Ich war sowas von geschockt, als ich die gesehen habe. Liebes Team von My Little Box, nimmt mich niemals aus eurem Verteiler raus. Wie geil sind denn die Sachen, die man da bekommt? Auf jeden Fall, das ist so schön. Also das ist ein richtig tolle Qualität. Ihr seht ja in so einem Korb geflochtenen Muster. Ich habe ehrlich gesagt keine Worte dafür diesen Monat gehabt, weil ich gedacht habe, wow. Ich verlinke euch die Seite dieses Herstellers für diese Taschen natürlich gerne unten. Die My Little Box, der noch nicht diese Sachen gesehen hat, da kann ich euch auch ein paar Videos unten praktisch posten. Und zwar die My Little Box ist praktisch ein Subscription-Service, wo ihr praktisch monatlich 17,50 Euro bezahlen könnt. Oder ich glaube, eine Jahressumme oder so zahlen. Ich glaube, es sind 190 Euro im Jahr. Da bekommt ihr dann zu jedem zwischen dem 15. und dem 20. des Monats etwa eine Box oder in dem Sinne ein Accessoire-Stück, wo ihr praktisch Sachen reingelegt bekommt, die von den verschiedensten Firmen gemacht ist. Also ich habe letztes Mal zum Beispiel ein Schneidebrettchen gehabt. Davor habe ich, also man hat dann Lippenstifte drin. Ihr habt Rituals-Produkte mal oft drin gehabt. Da bin ich habe jetzt auch noch nicht mal reingeklotzt. Ich habe nur mal kurz reingespickelt und war geschockt, dass es eine Tasche ist. Und auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal den Inhalt. Ich habe jetzt hier, wie immer, hier ist immer so zu jedem Artikel, was ihr da habt, habt ihr praktisch ein Zettelchen. Und zwar, diese Tasche sieht so schön aus. Oh mein Gott. Da habt ihr dann praktisch so kleine Werbebildchen drin, wo praktisch ihr sehen könnt, wie man sowas trägt oder so. Aber ich finde die Tasche so geil. Und Leute, ich liebe solche Taschen. Gerade zum Beispiel jetzt im Sommer. Ich hasse es ja wie die Pest, wenn ihr dann so viele Sachen... Ich habe jetzt keine Ahnung, was Luxuslabel heißt. Aber auf jeden Fall werde ich die euch unten verlinken, weil ich finde die mega, mega schön. Also da könnt ihr ein paar Informationen zu der Tasche kriegen, die auf jeden Fall so süß aussieht. Hier habt ihr die Auswahl des Monats. Und zwar haben wir hier die Tasche. Die Tasche. Und hier seht ihr praktisch immer so ein Ding, wo ihr praktisch alle Artikel seht. Also die Tasche, eine My Little Beauty, ein Burt's Bees Lippenstift, ein Lancaster. Ich glaube, das ist so ein Sun Protective und ein Tan Maximizer. Also wir werden mal schauen. Oh! Also, die Marke Burt's Bees ist eine Marke, die praktisch auch so ein bisschen naturkosmetikartig ist. Und zwar habe ich eine richtig krasse Farbe. Ich habe mit der Victoria, die hat auch einen ganz tollen Instagram-Post gemacht. Und auf jeden Fall habe ich gesehen, dass sie zum Beispiel eine andere Farbe hat. Also, das ist so ein bisschen variabel. Das ist... Oh mein Gott! Also, Burt's Bees ist überhaupt kein billiger Lippenstift, Leute. Also, ihr zahlt wirklich für einen so einen Lippenstift locker 14, 15 Euro oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist ein Sheer-Lippenstift. Das ist jetzt kein matter oder so. Es ist ein richtig cremiger Lippenstift in einer ganz, ganz tollen Farbe. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, ich freue mich wie Sau. dann habe ich hier drin noch ein Lancaster Silk Fluid Milk
50 SPF 15 Medium Protection. Lancaster ist auch eine super, super pricey Marke. Ich werde das sehr gerne benutzen und zwar Sublime Ten. Ich weiß nicht, ob das irgendwas heißt, dass es was zum Färben ist. Ich benutze ja zum Beispiel auch oft als Primer zum Beispiel einen SPF, praktisch einen Sonnenschutz, weil gerade Leute, euer Gesicht, ihr habt einfach Make-up drauf und alles Mögliche. Ich mag keine Produkte mit SPF drin, aber sowas finde ich richtig, richtig toll. Boah, also ich zeige euch mal das Innenleben dieser Tasche. Also da seht ihr auch, wie süß sie ist. Also das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Leinen oder sowas. Auf jeden Fall richtig süß, Leute. Ich bin total in love. Also auf jeden Fall, diese Tasche wird definitiv ein Summer Essential dieses Jahr. Und so, ich hänge dich mal hier her, du schönes, du Schönheit. Und dann habe ich hier noch ein Rouge für deine Wangen und Lippen. Das ist einfach ein Liquid. Ja, genau. Das ist ein Liquid Rouge. Ich bin mal gespannt. Ich muss das jetzt testen. Ich liebe das, wenn ich so Produkte habe, die ich. Seht ihr das? Also, das ist einfach so ein Liquid-Produkt, wo ich praktisch auf den Schwamm geben kann, zum Beispiel. Und meinem Gesicht so ein bisschen Farbe geben kann. Muss gerade aber echt sagen, dass das ganz gut sich verteilen lässt. Also, Liquid-Produkte, da müsst ihr ein bisschen spielen. Das lege ich auf jeden Fall direkt in meine Foundation-Schublade, die massiv ist. Und dann haben wir noch ein Full-Size-Produkt von Rituals. Und zwar ist das The Ritual of Karma, Good Karma Body Mist. Ich liebe Rituals. Ich finde die richtig, richtig cool. Das Einzige, was ich nicht so gut vertragen habe, waren damals die Body Lotions. Und das ist auf jeden Fall ein so, so schöner Body Mist. Seht ihr das? Oh mein Gott. Mega schönes Produkt. Flasche Goals, also richtig toll. So. Und ich muss jetzt mal testen. Boah. Also Leute, das ist eher. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Body Mist bezeichnen, sondern ich würde es eher als so eine Art Body Parfum bezeichnen. Ich liebe meine Nägel übrigens, das sieht so toll aus. Und ich weiß nicht, ich kann, also ich habe die letzten My Little Boxen so genossen. Es war jedes Mal habt ihr praktisch ein anderes Thema. Letztes Mal war so ein bisschen Essen. Das erste Mal, glaube ich, war so ein kleiner Beutel, den ich habe übrigens dann in meiner Nachtwachentasche, weil ich da immer meinen Festbaum praktisch mit rumschleppe. Und diesen Monat, muss ich sagen, hat sich die Madelbox absolut, absolut übertroffen. Diese Tasche ist so, so goldig. Das Ding ist hier übrigens aus Leder und sie fühlt sich so leicht an, aber die macht einfach ein total schönes Outfit im Sommer. Mega rund und ich finde halt, dass da schon einiges reinpasst. Also so ein Lippenstift, ein Gelbbeutel, ein Handy oder so, das passt definitiv. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das Madelbox-Team weiterhin mich so derart beschenkt. Ich fühle mich jedes Mal wie Weihnachten, wenn die Post klingelt. Ich muss aber sagen, ich hatte jetzt diesen Monat damit gar nicht mehr gerechnet. Also ich habe jetzt 2 Monate die zugesendet bekommen. Vielen, vielen Dank, mein Madelbox-Team. Ich finde das so krass, was ihr einfach uns ermöglicht für 17,50 €. Macht doch gerne einfach mit und geht runter und schaut euch mal auf der Internetseite an. Ihr könnt dann praktisch die vergangenen Boxen euch anschauen. Unten verlinke ich euch noch ein paar Videos und abonniert sehr gerne meinen Kanal. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine lieben Schätze. Und ich gehe jetzt eine Runde shoppen.